Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Steel Division 2. Lange ist es her, es wurde mal immer wieder ein bisschen angefragt und nun habe ich das Spiel tatsächlich mal wieder rausgekramt. Hat mehrere Gründe, weil es aktuell mit Panzer Corps 2, wo wir ja den Preview gespielt haben oder spielen, ganz gut auch thematisch wieder mal reinpasst. Ich jetzt zweitens auch wieder Bock habe und natürlich auch mit einem kleinen Hintergedanken. Es ist am Dienstag ein neuer DLC für das Spiel erschienen, und zwar The Fate of Finland, wo man quasi die ganze Thematik rund um den Angriff der Sowjetunion auf Finnland nachspielen kann. In dem DLC bekommt ihr ein paar neue Einheiten, Divisionen, das kennt wer, also wer Steel Division 2 oder Steel Division 1 auch schon gespielt hat, kennt das. Außerdem erhaltet ihr zwei historische Schlachten, davon werden wir jetzt eine mal versuchen zu spielen. Ich werde höchstwahrscheinlich grandios scheitern. Und ihr bekommt auch eine komplette Kampagne dazu, also den Army General Modus. Da gibt es ja im Hauptspiel die vier Kampagnen, dann gibt es noch ein DLC Death on Vistula, den habe ich jetzt nicht, da gibt es eine Kampagne. Und es gibt halt hier diese Karelien-Kampagne, die ihr mit diesem The Fate of Finland DLC von Steel Division 2 dazu bekommt. Wenn ihr Steel Division 2 schon habt, dann schaut ruhig mal auf Steam vorbei. Es gibt auch sehr viele kostenlose Inhalte vom Publisher und vom Entwickler für dieses Spiel. Wenn ihr die DLCs kaufen wollt, dann empfehle ich euch gerne meinen Affiliate-Link von Games Planet. Denn ihr erhaltet bei Games Planet die Inhalte, die kaufbaren Inhalte, die Steam Keys dafür, immer ein bisschen günstiger, als wenn ihr das bei Steam direkt kauft. Also wenn ihr Steel Division 2 selber noch gar nicht habt, schaut euch ruhig mal die früheren Videos von mir an. Das Spiel lohnt sich auf jeden Fall. Muss man aber auf jeden Fall sehr viel Zeit auch mitbringen. Das Hauptspiel kostet bei Games Planet 33,99. Bei Steam ist der reguläre Preis 39,99. Und dieser DLC, den ich euch jetzt hier zeige, den ich mir selber auch gekauft habe und nicht vom Publisher bekommen habe, der kostet bei Steam regulär 14,99, und bei Games Planet kostet der DLC 13,49. Ihr spart also immer so ein paar Euro, und wenn ihr über meine Affiliate-Links einkauft, bekomme ich bei eurem Einkauf eine kleine Provision und dass für euch mehr Kosten entstehen, egal was ihr am Ende bei Games Planet dann einkauft. So viel dazu. Wir gehen hier mal auf die historischen Schlachten und ich wähle hier mal die letzte Schlacht aus. Ein 2 gegen 2, 13. August 1944. Wir wählen das Ganze mal aus. Wir werden es gegen KI spielen. Einmal gegen mittlere und eine leichte KI und wir haben noch eine mittlere KI als Partner mit dabei. Nahe Mölkö, ja, es sind finnische Namen, 13. August 1944, da der Hauptversuch der Leningrader Front ins finnische Kernland einzufallen vor Ihantala vereitelt worden war, setzte die Stavka nun alle Hoffnungen in einen schnellen Sieg bei einer letzten Offensive. Schauplatz der Offensive soll der Ilomantsi-Sektor sein. Eine abgelegene und nur punktuell verteidigte Gegend. Anfangs konnten die Sowjets bei ihrem Angriff gute Fortschritte erzielen. Doch als der finnische General Rapana das Kommando über alle Truppen in der Region übernahm, wendete sich das Blatt, da er frische Verstärkungstruppen aus Karelien einsetzen konnte. In einer beispiellosen zur Schaustellung der finnischen Motti-Einkesselungstaktik gelang Rapana ein erfolgreicher Gegenangriff, der dazu führte, dass zwei sowjetische Divisionen an mehreren Stellen eingekesselt wurden. Aus den Rotarmistenjägern wurden Gejagte und in einem verzweifelten Versuch zu retten, was noch zu retten ist, entsandte die Stavka Elite-Marineinfanterie, um die finnische Falle aufzubrechen. Entgegengesetzte Kräfte, finnische Kräfte, die URR, Uusimaa Dragoner Regiment und Os-Ekma Kampfgruppe Ekman. Das sind deutsche Truppen, so wie das aussieht. Also die Finnen haben ja mit den Deutschen, ja, waren mit den Deutschen verbündet. Und auf sowjetischer Seite haben wir die 1046. Strelkovi Polk. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und die 3. oder Triar Brigade Morsk Pekhoti. Haut mich nicht, wenn ich es falsch ausspreche. Bei den russischen Namen sollte ich es vielleicht doch lieber lassen. So, wir stricken mal auf Laden.
Und dann kommen wir natürlich auch gleich wieder in den Aufstellungsmodus. So, hier sehen wir unsere Startzone. Das ist dieser rote Bereich. Unser Teammate startet tatsächlich auch am Anfang ein bisschen im Süden, kommt dann aber massiv im Norden gepusht. Und der Gegner selber, der kommt über die Seiten rein. Ich habe das Level jetzt schon ein paar Mal gespielt, um ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, um auch selber wieder ins Spiel reinzukommen. Über die Flanken zu pushen macht wenig Sinn, denn hier zum Beispiel ist ein Bunker, hier oben sitzt ein Bunker und die Bunker rauszukriegen ist, boah, das ist hart. Das Problem, was man auch in Phase A hat, dass die Infanterieeinheiten, die man hat, die sind echt scheiße. Die sind richtig kacke, weil die haben nur irgendwie so MGs und, oder beziehungsweise Maschinenpistolen eigentlich, also MPs. Und die haben so eine begrenzte Reichweite, das ist, boah, die müssen so nah ran, um da irgendwo auf irgendwas zu schießen. Das ist richtig anstrengend. Man muss also eigentlich am Anfang gucken, dass man die Phase A so einigermaßen gut überlebt, um dann in Phase B eigentlich zu versuchen, hier diese Bauernhöfe, also den Bauernhof, die Yakunwara zu sichern und halt den Punkt hier auch zu halten. So, der Plan ist am Anfang mit einem Scout sich hier hinzustellen. Hier hätte ich gerne zwei Panzer, weil der Gegner hier am Anfang direkt ziemlich hart reinpusht. Was ich auch will, ist Infanterie 2 hier oben, die hier decken. Und ich hätte gerne einen Scout und drei Infanterien hier unten, um den Push über die Straße hier abzufangen. So, wir fangen mal an. Die Panzer wären unsere Gruppe 1. Die bewegen sich bitte schnell hier auf diese Kreuzung. Er lädt sich hier aus. Und Nummer 1 lädt sich bitte hier in der Kirche aus. Und Nummer 2 lädt sich bitte hier in dem Haus aus. Und dann können wir mal anfangen. Die anderen hier unten, die können erstmal direkt so sich ausladen. Der Scout geht auf nicht... geht auf... schießen mit der Bazooka und die anderen. So, effizienter Schuss habe ich schon eingestellt, genau. Die anderen gehen hier in den Wald rein. Okay. So, der Scout hier geht auf gar nicht schießen. Der geht mal bitte hier richtig hier ran in den Wald und die Panzer bitte erstmal auf den Scout. Na komm, schon nimm den raus, den Scout da oben. Ich treffe ihn, dann macht das mal den Gradmelder. Schütze außer Gefecht, na super. Hier den Gradmelder, kommt, gib Gas. Also ich treffe nicht wirklich jetzt. So, dann weiter auf den Scout hier oben. Der wäre gut, wenn der rausgeht. Na kommt schon. Ich kann den Panzer ein bisschen nachrücken lassen. Fahrer getötet. Oh, Leute. Da kommt schon Artillerie auf meine Panzer. Komm, fahr mal weiter. Jetzt ist der Scout endlich raus. So, hier. Aus dem Trichter der Artillerie. Kriegen wir den da raus? Das wäre super. Komm, du auch noch. Ja, perfekt. So, dann die Panzer bitte mal hier ran. Wie sieht's hier aus? Na, ah, hier kommt gleich was. Das sehe ich doch. Okay. Keine freie Schusslinie. Dass wenn wir den da raus im Wald rauskriegen, das wäre noch super. Aber das wird nicht passieren. Aber wenn wir ihn da ein bisschen... Ja, okay, fahrt weiter. Dass wir sie hier in den Wald reinkriegen, die Panzer erstmal. Das wäre gut. Ansonsten der Scout. Geht mal bitte dort rein. Wir holen uns Infanterie, die dahin geht.
Auch wenn die scheiße ist, die trifft, also die ist halt echt kacke. So, hier wird es jetzt spannend. Wartet mal, ihr geht mal auf nicht schießen. Den ersten LKW, den holen wir uns so mit der Bazooka. Beziehungsweise, nee, eigentlich die Bazooka können wir uns für Panzer aufheben. So, komm her. Der schießt trotzdem. Nee. Na komm, das müssen wir aber rausnehmen. Das war gut, da haben wir ihn schon mal ein bisschen aufgehalten. Was haben wir hier? Das ist die Infanterie, die reinkommt. Sehr gut. Die Panzer stehen halt hinter der Böschung. Deswegen, aber wenn der da rausgehen würde, das wäre so super. Kommt schon, gib Gas. Schockstarre. Und er ist raus, okay. Dann zurück. Dann haben wir hier erstmal ein bisschen für klar Schiff gesorgt. Ach, da kommt wieder was. Und da haben wir keine Schusslinie drauf. Hier steht auf jeden Fall definitiv auch noch was. Könnten wir einen Panzer da hinstellen. So, er hier. Oh, guck mal, was bist du denn? Aufklärer. Mal einer an. Da steht ein Lati L39 drin. Was auch immer, das ist eine Infanterieeinheit, vermute ich. Beiden Panzer können schießen. Geht der raus? Zieht er sich eventuell zurück? Feindkontakt. Wo haben wir den? Ah, hier. Kommt nochmal ein LKW. Okay. Wir müssen am Anfang nur die Phase A überstehen, damit wir die bessere Infanterie bekommen. Die sind jetzt da, die können sich mal ausladen. Und bewegen sich mal hier rüber. Außerdem geht er mal weiter vor. Das können die eigentlich auch gleich mal machen. Panzer bewegen sich auch mal dorthin. So, hier wird es jetzt spannend. Ah, okay, er ist nicht dumm. Отделение ждет команды. Das Problem ist, dass diese Infanterieeinheiten so scheiße sind, dass sie so eine kurze Reichweite haben, dass der uns einfach umgeht. Was ich mal noch mache, ist mir einen Offizier hier hinholen. So, und die gehen dahin. Okay, der hat hier oben den Punkt noch nicht gesichert. Können wir uns schon Arti holen? Ja. Das ist gut. Oh, was ist das hier? Ein Halbkettenfahrzeug mit einer Pack hinten dran oder was? Ja. Auch das Dreckding stellt sich tatsächlich. Hier machen sie mir jetzt echt ein bisschen Sorgen. Das haben sie in dem ersten Versuch so nicht gemacht dort. Da kamen sie nicht so massiv. Hol dir mal zwei Panzer dazu. Oh shit, die haben den Scout dort rausgenommen. Schlecht. Zurück in den Wald. Ich brauche einen neuen Scout. Und den beide Panzer vor allen Dingen. Das hat wehgetan. Ne, ein Panzer nur. So, den Scout mal hier ins Gebäude. Wie sieht's hier unten aus? Zieht euch mal zurück. Vижу противника.
Ah, der hilft mir, der Arti dort, das ist gut. Stellen die Panzer hier mal auf. Ja, ja, diese Infanterie ist so scheiße. So, der Scout. Ein Stück wieder vor, wir müssen was sehen. So, ran an die. Kommt, hört auf mit euren blöden Granaten. So, ein Stück zurück. Können die Panzer eventuell... Na, die können da erst schießen, wenn die da reinfahren. Wie lange haben wir noch? Noch 2 Minuten bis zur Phase B. Das hier gefällt mir jetzt gar nicht. So, hier der Scout geht hier rüber. Der Chief Master, der Offizier. Da steht jetzt einiges. Auf jeden Fall noch eine Pack. Können wir jetzt. Der kann da echt durchschießen. Nein, nein! Ah, du dummer Panzer, dann fahr doch weiter und verkürz den Winkel. Ich habe jetzt keinen Bock, dort beide Panzer zu verlieren. Oh, weia. Der pusht da echt hart durch. Der Panzer bitte mal hier wegbewegen. Ja, schnell weg mit dem Panzer. Dann gehen wir da in das Gebäude. So, jetzt können wir ja hier uns mal ein bisschen weiter wieder hier vorarbeiten. Die laden sich mal aus. Das ist unsere Artillerie. Die hätten wir schon eher einsetzen können. Das war jetzt wieder mal mein Fehler. Die brauchen ewig, bis sie geladen sind. Na gut, wenn sie einmal geladen sind, dann... So, wir brauchen hier mal einen Spotter. Wir sind in Phase B, das ist schon mal gut. Na, kann der Panzer noch auf den LKW da schießen? Ja. Dass das Flugzeug aber auch nicht wirklich zuverlässig einen Spot liefert. Und wir brauchen jetzt Flugabwehr hier. So, Angriff auf die da mit der Artillerie. Wo ist das Flugzeug? Hier, Flugzeug, spotte doch mal richtig. Den Scout vorschicken. Wir brauchen da jetzt bessere Infanterie.
Hier zerlegt er uns so ein bisschen. Was? Nee, 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 nee. Die Null bleibt hier. Wir haben den Punkt hier oben. Wir müssen also bloß noch den Punkt hier einnehmen. Das haben wir jetzt verloren. Die Flugabwehr. Weil dieses scheiß Flugzeug nicht wirklich scoutet und irgendwo anders hinfliegt, wo ich es überhaupt nicht haben will. So, in die Gebäude rein. Kommt schon, in die Gebäude rein, Jungs. Wo ist eigentlich unser... Wo ist denn der? Ist der schon wieder tot, der Offizier, oder was? Wie sieht's hier aus? Nicht gut. Na bitte. Geht mal da rein. So, den Punkt haben wir jetzt eingenommen hier. Jetzt haben wir halt hier oben Probleme. Der eine Mörser ist schon in Schockstache. Wir müssen mal den... Ah, der Panzer muss hier oben hin. Auch auf die Gefahr, dass er von hier unten wieder kommt. So, jetzt werden sie hier mit Artillerie angegriffen. Der... Scout, geht mal bitte hier vorne in den Busch rein. Und der Push von hier oben kommt. Oh, jetzt haben wir den mittleren Punkt wieder verloren. So. Panzer hier ran. Zieh dich mal zurück. Okay, wir müssen jetzt mal hier mit massivem Einsatz von Infanterie dem Ganzen Herr werden. Den Panzer haben sie uns rausgenommen, oder was hier? Da steht also irgendwo noch eine Pack. Okay, gut zu wissen. Liebe Flak, schießt du auf das Flugzeug? Nö. Die Flak hat keinen Bock, auf das Flugzeug zu schießen. Warum auch immer. Wir wissen es nicht. Und die werden halt jetzt ein... Oh, die werden umzingelt jetzt. Das ist schlecht. So, wer ist jetzt rausgegangen? Ach, die werden hier... Okay. Ausladen, ausladen, ausladen! Könnte bitte die Flak auch mal auf das Flugzeug schießen? Sanitar! Fahrt bitte da drüben lang, ihr geht da lang. Uiuiuiuiuiui. Noch halten wir den Punkt hier, aber den haben wir halt nicht. Was hat er uns jetzt ausgenommen? Noch mehr Flak. Das hat schon mal besser funktioniert. So, ein paar davon gehen wir dorthin. Da steht die Flak. Warte mal, können hier ihn mal holen. Hallo?
Mal. Position angreifen. Da. So, ihr bitte mal weiter. Okay, hier oben sieht es einigermaßen gut wieder aus. Jetzt werden die hier aber komplett eingekesselt. Okay. Wie viele Panzer haben wir noch? Zwei. Das hier ist ein Problem. Sieht nicht gut aus. Ich hab die Mission übrigens schon geschafft, ne? Effizienter Schuss. Warum haben die das nicht? Ist doch auf Standards eingestellt eigentlich. Da ist die AT. Komm hier. Ach du Scheiße, hier haben wir Panzer stehen. Na klar, und er hält direkt mit der Arti rein. So, die Panzer hier. Schnell bewegen, bitte. So, kriegen die hier raus? Die bleiben hier. Ich brauche mal einen Versorgungs-LKW. Wow, komplett aufgerieben. Komplett aufgerieben hier. Das habe ich so auch noch nicht erlebt, dass ich den Punkt schon hatte und dann wieder verloren habe. Krass, wie er mir hier einfach mit der Arti alles zusammenrotzt. Viel zu ungenau, der trifft nie im Leben was. Sag mal, Leute, ihr schießt dort aus wie die Weltmeister, aber macht ihr auch mal was kaputt? Jetzt. Der Panzer dort ist halt jetzt scheiße. Und wir müssen mit unseren beiden Panzern hier echt vorsichtig jetzt umgehen. Weil wenn hier in dem Wald was steht, kriegen wir jetzt gleich Probleme. Er hat den Punkt jetzt... Ja, er kriegt den Punkt hier oben auch nicht mehr. Wir haben in 6 Minuten verloren. Ist das die einzige Infanterie, die wir da noch stehen haben? Kommt doch hier schon wieder hoch, die Sau, das sehe ich doch. Ja, und er schießt weiter, immer weiter auf die Flak. What the fuck? Die Flak ist das Einzige, wo ich mich irgendwie gegen die Flugzeuge wehren kann. So, er hat jetzt hier oben den Punkt wieder. Okay. Panzer, haben wir noch einen? Ne, dann ist das mein Team 1. Ich brauche mal einen Scout wieder. Und noch mehr Infanterie. Sanitar! Scheiße, er kommt doch hier schon wieder. Куда мы направляемся?
Scout muss direkt hier raus. Geh mal dahin. Okay, nee. Da ist nichts. Da ist einer. So, er schießt die Panzer auf Schockstarre oder auf Rückzug zumindest. Okay, auf die Artidor. Wir müssen jetzt mit aller Macht versuchen, diesen Punkt zu kriegen. Tja, Panzer hier, schöner Rückzug. Dann gehen wir da hin. Also, man kann hier den Rückzug nicht befehligen. So, Truf auf den Punkt. So, die Panzer hier, die können wir eigentlich mal gegen das Vieh einsetzen. Okay, der geht raus, dann auch bitte auf den hier, auf die blöde Arti da. Die sind komplett in Schockstarre hier, wow. Das sieht ja wieder mal überhaupt nicht geil aus. Die Flak schießt den Panzer auch in Rückzug. Okay, Rückzug. Dann müssen wir raus. Immerhin, die Flak ist auch auf Schockstarre. Komm, jetzt nimm doch mal diesen. Ach, da steht noch mehr in Arti. Ja, wenn ich es nicht schaffe, diesen Punkt da einzunehmen, dann werden wir die Sache hier gleich verlieren. Keine Chance. Dadurch, dass er mir dort so dermaßen mit Arti auf den Keks geht. Ich habe keine Chance, da ranzukommen. Keine Aufklärung, nichts. Ich habe nur ein Aufklärerflugzeug, das ist schon wieder... Auf den nochmal drauf. Der hat auch so die Lufthoheit. Null, null Chance. Kommt die irgendwann aus der Schockstarre mal wieder raus? Komm schon. Борис, ложись! Я больше не могу. Komm ran da. Борис, ложись! T60er. Das ist jetzt rausgegangen. Ach, die da unten. Okay. Truff. Einfach truff. Ne, das wären wir jetzt. Oh, sehr gut. Sanitar. Da angreifen bitte. Ihr auch. Okay, sehr gut. Haben wir den Punkt erstmal gesichert. Wo ist der Versorgungs-LKW von hier? Der ist hier. Hier. Hier, er müsste ran an den Punkt. Hurra!
ran an den Punkt. Aufklärerflugzeug ran, damit wir was sehen. Ja, okay, der war alleine. Geh mal hier an die, geht mal in die Gebäude rein. Ich arte jetzt auch hier drauf. Bitte erstmal weichklopfen, die ausladen und dann bitte. Wander. Wir haben noch eine Minute. Ne, das schaffen wir nicht mehr. Wenn jetzt hier nicht ein Wunder passiert. Wo sind die T-60er? Die kommen zu spät. Ach ja, und der Versorgungs-LKW hat es nicht bis hierhin geschafft. Der ist vorher von der Arti rausgenommen worden. Großartig. Kommt schon, gebt ein bisschen Gas. Komm auf den drauf, 50 Sekunden. Kommt schon. Ne, da kommen wir zu spät. 11 Sekunden. Schade. Schade, zumal er auch hier oben den Punkt schon wieder hat. Das schaffen wir also auch nicht. Und damit verlieren wir das. Das Witzige ist, ich habe in der Mission davor, habe ich das in 18 Minuten geschafft. Das war ein Kinderspiel. Ich weiß nicht, diesmal hat die KI auf jeden Fall anders agiert. Er hat unten im Südosten viel aggressiver gepusht. Das hat er in der vorherigen Runde nicht gemacht. Und nachdem ich eigentlich den mittleren Punkt hatte, hatte ich ihn auch gehalten. Und das Problem war jetzt auch, dass mein KI-Kollege aus dem Norden nicht den Durchbruch geschafft hat, wie wir ihn in der Runde davor geschafft haben. Naja gut, gucken wir mal auf die Teamstatistik. Ich mache mit Abstand die wenigsten Kills und auch die wenigsten Verluste. Das hängt, also das, ich weiß, dass meine Spielweise ein Problem ist, ja. Wird sich hoffentlich dann auch mit den nächsten Spielen dann wieder bessern. Ich werde das auf jeden Fall nochmal neu versuchen. Wir fangen ja erst wieder von vorne an. Ne? Also, eure Tipps gerne in die Kommentare. Ganz viel bitte davon. Wenn ihr, wie gesagt, das Spiel selber spielen wollt, das DLC, dann schaut gerne in die Videobeschreibung. Bei Games Planet gibt es das Ganze immer ein bisschen günstiger, die Steam Keys, als wenn ihr euch das bei Steam direkt kauft. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer auf Twitch und auf YouTube. Das sind Parsival, Kulle, Ködö, 122er, Danny, Iron, Dahl und Xynam. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.